Ich habe nicht den Eindruck, dass die Wahrnehmung dessen, was wir als Verlage leisten, tatsächlich in der Politik wahrgenommen wird. Kleine Verlage und Verlage auch jetzt noch unserer Größenordnung, die kämpfen ja immer sehr stark mit der Wirtschaftlichkeit. Wir arbeiten da sozusagen nicht auf Sicht, sondern auf große Voraussicht, die wir nicht sehen, wie die sich einlösen wird hinterher. Das Schöne daran ist, man hat einen sehr kreativen Job. Das heißt, die Erstgespräche mit den Autoren sind schon immer ein Gewinn für mich. Das Zweite ist, das Arbeiten an der Idee gemeinschaftlich mit dem Autor bis hin zum Text im Lektorat. Bis hin, dass dann eben der Satz gestaltet wird, wenn es Bildmaterial gibt, dass Bildrecherche betrieben werden muss. Und zum guten Schluss ist es ganz wichtig, dann kommt die wirtschaftliche Seite, man muss so ein Buch kalkulieren. Das heißt, man muss wissen, was traue ich so einem Buch zu, 2000, 3000, 4000 Exemplare. Aber dadurch, dass man sich ja mit dem Ding identifiziert und das keine aufgedrückte Arbeit ist, sondern eine selbstgewählte Arbeit ist, ist es ja auch etwas, was Spaß macht.